So, Freunde der Nacht, moin moin, die Pfeiler hier und willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Heute gibt es eine weitere Let's Play-Folge. Wir spielen immer noch hier den Blutelfen Paladin, sind mittlerweile Level 14 und sind natürlich hier immer noch in World of Warcraft zu Burning Crusade Classic drin. Wir haben mittlerweile hier den oberen Teil vom Blutelfen-Startgebiet verlassen und sind in den Geisterlanden. Na, komm schon. Am Start. Und genau, haben in der letzten Folge hier die Trolle umgeklatscht, haben ein bisschen drüber geredet, warum ich der Meinung bin, dass WoW, vor allem WoW Classic, aber auch generell World of Warcraft, nicht so ein geiles Game zum Streamen auf Twitch und YouTube ist. Und wenn ihr euch dafür interessiert, schaut gerne nochmal in das letzte Let's Play rein. Da habe ich sehr ausführlich darüber gesprochen. Ich habe selber auch 2 Jahre WoW auf Twitch gestreamt und ein bisschen auch auf YouTube. Und das war so ein bisschen so ein Appell an alle, die das gerade machen, dass man da vielleicht nochmal drüber nachdenkt. Aber wenn euch das Thema interessiert, schaut euch gerne das andere Video an. Habe ich in der Videobeschreibung verlinkt. So, jetzt werden wir erstmal hier die Quest hier abgeben. Genau, wir haben eben schon, wie gesagt, die Patrouille hier geklatscht noch. Sind wir damit fertig. Und jetzt werden wir uns so ganz entspannt hier durch die Geisterlande eben noch durchprügeln und mal gucken, welches Level wir dann so am Ende erreicht haben. Ich weiß tatsächlich immer noch nicht, in welches Gebiet man quasi danach geht. Ja, an dem heutigen Let's Play wird es wieder so ein bisschen so eine kleine Real-Life-Story geben. Das heißt, habe mir überlegt, ich packe mal wieder eine kleine LAN-Party-Geschichte aus. Ich habe ja schon eine Geschichte erzählt von einer LAN-Party mit Hauptmann Helios, okay. Ja, ich würde sagen, warte mal, wie machen wir das denn? Wir gehen erstmal Level 17, okay, ist relativ hoch noch. Na komm, wir holen hier noch die Quest-Vergessen-Rituale, die holen wir auch noch ab. Ich habe ja schon die eine oder andere LAN-Party-Geschichte erzählt. Wer meinen Kanal hier verfolgt, der wird sich an die Counter-Strike-Geschichte erinnern, wo wir da bei dem Turnier waren. Und ich meinen Haken nicht aktiviert oder nie aktiviert hatte und musste ihn deaktivieren. Musste dann extra nochmal einen Rechner zu meiner Oma tragen, den Haken da wegmachen, damit wir dann quasi Counter spielen konnten. Und das war die größte LAN, auf der ich je war. Von der hatte ich ja schon ein bisschen berichtet. In dem heutigen Video möchte ich von das erste Mal von einer LAN-Party berichten, die bei mir zu Hause stattgefunden hat. Wo wir aber auch sehr denkwürdige Erinnerungen erhalten haben. So. Springt 8 Wellenfront-Medaillons. Okay. Wird anscheinend irgendwie hier unter Wasser. Wir gucken mal. Ah ja. Das ist immer das Angenehme, wenn man einen Untoten gelevelt hat oder einen Warlock. Dass man immer schön keine Probleme hatte mit der Unterwasseratmung. Und genau, diese LAN hat bei mir zu Hause stattgefunden, tatsächlich. Und zwar in den Sommerferien, irgendwann während meiner Schulzeit. Ja, da war ich noch Schüler, bin ich der Meinung. Doch, muss Schüler gewesen sein. Ja, klar, ich hatte Sommerferien. Und die LAN hat in dem Haus stattgefunden, wo ich gerade bin, oben im Wohnzimmer. Und es war so, dass meine Eltern irgendwie, ja, kennt ihr, Klassiker, Eltern sind im Urlaub. Ich glaube, die waren irgendwie in Italien für 2 Wochen oder so oder 3 Wochen. Und wofür entscheidet sich natürlich der klassische Gamer? Entscheidet man sich für Sommer, Sonne, Sonnenschein nach Italien, Sangria, Frauen oder damals Mädchen, einen schönen Urlaub? Nein, man entscheidet sich natürlich dafür, zu Hause zu bleiben, alleine im Keller und WoW zu spielen. Man kennt es. Und das habe ich natürlich getan. In meiner ehrenwerten Gamerpflicht habe ich diese Pflicht natürlich wahrgenommen und habe dementsprechend meinen Dienst hier zu Hause vorm Rechner angetreten. Und das ist natürlich eine wunderschöne Gelegenheit, um auch andere an diesem diese Erfahrung teilhaben zu lassen. Und aus diesem Grund habe ich mich dann dafür entschieden, alle meine Freunde einzuladen
Und einfach zu sagen, ey, meine Eltern sind weg. Ja, wenn ihr gerade Bock habt, kommt vorbei mit dem Rechner. Bringt alle mit. Bringt alles mit. Und lasst unser Leben opfern. Gemeinsam. Ja. Und das haben wir dann auch relativ erfolgreich ungefähr zwei Wochen lang getan. Und ich habe dann tatsächlich wirklich zwei Wochen lang LAN gemacht. Und das lief dann ungefähr so ab, müsst ihr euch vorstellen, wir hatten so eine wechselnde Belegschaft. Also ich war immer so Stammgast natürlich, ich war immer da. Und der ein oder andere hatte tatsächlich dann auch über die gesamten zwei Wochen, ich sag mal, seit Rechner bei mir stehen. Aber so die meisten Leute hatten dann so ihren Rechner für zwei, drei Tage hier, haben dann wieder abgebaut, waren dann wieder zu Hause, sind dann irgendwann, mein Käppi tut gerade voll weh auf dem Kopf, Alter, gute Nacht. Haben dann quasi ihren Rechner abgebaut, haben dann erstmal andere Dinge gemacht, sind dann vielleicht nach einer Woche nochmal wiedergekommen. Also, es war nicht so eine klassische LAN, alle sind da, dann geht's los irgendwie, man suchte zwei Tage durch oder einen Tag. Und dann fahren alle wieder, sondern es war halt wirklich so ein Ding, die Leute sind gekommen, gegangen. Und ein paar waren halt, so zwei, drei Leute waren dauerhaft da und mit mir halt. Aber viele sind halt dann auch immer zwischenzeitlich abgehauen. So. Und ja, jetzt fangen wir vielleicht mal an, uns ein paar Einzelheiten von der LAN. Also es war so, ihr müsst euch vorstellen, wir haben zu dem damaligen Zeitpunkt, mittlerweile haben wir ein Dach noch auf dem Haus oben drauf, aber zu dem damaligen Zeitpunkt haben wir in einem Bungalow gewohnt quasi. Das war ein klassischer Bungalow hier. Also Keller und dann quasi das Erdgeschoss. Und meine Großeltern, die haben zu dem damaligen Zeitpunkt, also wohnen sie immer noch, mittlerweile leider verstorben, aber haben quasi zum damaligen Zeitpunkt okay, das ist natürlich, da ist dann auch einfach mal die Verbindung unterbrochen worden. Das macht auf jeden Fall Sinn, weil ich zu viele Keys auf einmal gedrückt habe wahrscheinlich. Wurde da irgendwie eine ganz weirde Nummer gewesen. Da wurde wahrscheinlich irgendwie ein Anti-Hack-Programm oder irgendwas aktiviert. Keine Ahnung. Gespannt auf Lay on Hands, ist eigentlich durchgekommen, aber ich sterbe wahrscheinlich trotzdem. Nee, ich bin tot. Okay, danke, Game. Vielen, vielen Dank. Naja, auf jeden Fall. Also müsst ihr euch vorstellen, damals haben meine Großeltern quasi gegenüber gewohnt hier. Also direkt ein Haus neben uns haben meine Großeltern gewohnt. Und die waren zu Hause. Ja, also nur meine Eltern waren quasi weg. So. Und jetzt war es so, dass wir dann ja diese zwei Wochen LAN gemacht haben im Wohnzimmer. Wir hätten auch in den Keller gehen können, aber es ist ja viel cooler, wenn man das Wohnzimmer der Eltern verwendet. Da haben wir dann auch immer einen Fernseher oben laufen. Ich glaube, der Fernseher lief wirklich zwei Wochen durch. Nebenbei, damit man eben von dem Fernseher auch noch sinnlos berieselt wird. Kennt man so. Und wir haben, es war Hochsommer, ja, es waren Sommerferien, ne? Wie gesagt, es war irgendwie Juni oder so. Und dementsprechend, natürlich, hat sich so eine Bude aufgeheizt, natürlich, ne? Und das haben wir natürlich gemacht. Wir haben glücklicherweise oben eine komplette, das komplette Haus oben, ist mit Rollläden versehen. Nicht Rollladen, ja, die Rollladen gibt es auch, aber die Rollläden meine ich. Und die waren zwei Wochen unten. Und ich erinnere mich nur noch, dass dann irgendwann hat meine Oma, also irgendwie, ich weiß gar nicht, wie das war, aber ich glaube, meine Oma hat dann irgendwie, dann irgendwann mal geklingelt nach anderthalb Wochen oder so, weil ich wissen wollte, ob wir noch leben oder ob wir noch da sind. Weil uns halt zwei Wochen lang gefühlt keiner gesehen hat, so eine Art, ne? Und dann habe ich aber versichert, nee, alles gut so, die sind halt nur, also die Rollläden sind unten wegen der Sonne, alles gut, Oma, uns geht's gut. alles, das ist einfach nur, wir sind einfach nur dämlich. Und genau, das war so das Erste, was dann schon mal sehr nice war, dass da wirklich, also es war immer so, hinten war eine Terrassentür, oder ist eine Terrassentür? Und die Leute, die zu lang gekommen sind, sind quasi immer durch den Garten rein. Die Terrassentür, die war halt quasi fast dauerhaft offen, weil ich halt immer direkt an der Terrassentür quasi war, mein Rechner da immer stand. Und dementsprechend war das Haus wirklich vorne rum, weil die immer alle auch hinten reingekommen sind, vorne rum auch völlig, völlig, da war halt niemand so. Und die Rollläden waren halt dauerhaft unten. Und deswegen dachten dann irgendwie alle auch schon von wegen, was ist da los, irgendwie leben die noch oder
weil quasi kein Lebenszeichen von uns kam. So, das war so die, Grundausgangssituation, muss man sich vorstellen. So, und jetzt kommen wir mal langsam zum interessanten Teil der Geschichte, warum ich euch das jetzt eigentlich erzähle. Das ist einfach deswegen, weil die LAN würde ich unter der LAN einstufen, wo ich einfach so die, wie soll ich sagen, die niedrigste Stufe der, oder wie kann man das sagen, wo ich die höchste Entmenschlichung meines physischen Zustandes erfahren habe. Ja, 2 Wochen Dauerladen. Es war einfach für mich persönlich als junger Mensch so eine einschneidende Erfahrung, dass ich es einfach mit euch teilen wollte, wie dieser körperliche, aber auch geistige Verfall während dieser 2 Wochen relativ schnell fortgeschritten ist. Und das ist tatsächlich doch ein einmaliges Vorkommnis in meiner Jugend. Und deswegen dachte ich einfach, von der LAN muss ich auf jeden Fall berichten. Und es war dann so, dass zu dem damaligen Zeitpunkt, obwohl, nee, warte, fangen wir mal an. Also, ihr kennt das ja normalerweise auf LAN. Man kommt an, auf der LAN. 16, 17 Uhr so. Kommt man an, baut langsam auf, also früher. Und so um 8 Uhr hast du angefangen zu zocken. Ich bin dann halt durchgemacht manchmal oder halt bis 5 Uhr dann pennen gegangen so. Und wenn man das dann einmal macht, dann kommt man natürlich relativ schnell wieder zurück in seinen normalen Rhythmus, weil dann die Woche geht los, man ist entweder arbeiten oder dann zur Schule damals noch. Und dann hat man halt den normalen Rhythmus relativ schnell wieder drin. Dann schiebt man halt irgendwann ganz normal um 7 Uhr wieder auf oder um 8. Und damals war es aber so, dadurch, dass wir diese 2 Wochen halt, oder gerade ich und noch 1, 2 andere Kollegen, diese Dauerlan halt einfach hatten, mal gucken, dass wir hier nicht sterben. Dadurch, dass wir eben diese Dauerlan hatten, sind wir immer weiter mit unserem Rhythmus auch, haben uns dem Rhythmus der Hölle, würde ich jetzt mal bezeichnen, genährt. Und es war dann irgendwann so schlimm, dass ich weiß noch, um 12 Uhr, das muss man sich mal überlegen, ja, um 12 Uhr mittags sind wir pennen gegangen. Es war wirklich so, nach einer Woche, glaube ich ungefähr, sind wir um 12 Uhr mittags pennen gegangen, weil wir einfach so bescheuert waren. Wir haben halt jeden Abend so lange gezockt und immer weiter, dass es halt irgendwann einfach Mittag war, man aber nicht immer durchmachen konnte, weil du kannst ja nicht 2 Wochen lang durchmachen, du musst ja irgendwann pennen. Und dadurch, dass wir aber so oft quasi immer so spät pennen gegangen sind, morgens, dass wir wirklich irgendwann mittags pennen gegangen sind. Also um 12 Uhr mittags so, Sonne gerade am höchsten Punkt, haben wir langsam so uns Bett fertig gemacht. So. So. So musst du dir das ungefähr vorstellen. Und das Ding ist halt, das hatte so ein paar, nicht nur jetzt für unser physisches und geistiges Wohlbefinden, Auswirkungen, sondern auch tatsächlich über andere Faktoren in unserem Leben dann. Weil es ist ja dann so, da ist ja eine brütende Hitze halt, ne, um die Uhrzeit dann eigentlich. Das heißt, wir mussten wirklich auch aufpassen, dass die Rollos wirklich auch richtig krass geschlossen sind, damit halt auch keine Sonne da reinkommt und keine Wärme reinkommt und damit du halt auch pennen kannst. Weil wenn die Sonne richtig fett ballert und da ist nur ein so ein Spalt offen von dem Rollo, der strahlt da runter, der strahlt da durch wie irgendwie, keine Ahnung, irgendeine Attacke von Illidan im Black Temple oder so, ja, so einen krassen Strahl hast du am Start. Deswegen, und ich weiß noch, wir mussten dann immer durch die Küche durch, wenn wir auf Toilette wollten, wenn wir jetzt nachts aufgewacht, also quasi nachts, also tags aufgewacht ist, auf Toilette wollte, in der Nacht, dann musste man durch die Küche durch und da war irgendwie das Rollo, oder die Rolläden waren kaputt. Und man hat dann immer die Tür geöffnet und dieser gleißende, als ob man gerade den Sonnenbrunnen betreten hat, Strahl von Licht kam einem entgegen, ist fast erblindet auf dem Weg zur Toilette. Und das war halt auch dann einer der Probleme, wenn man eben mitten im Sommer, im Hochsommer tagsüber pennen geht, dass man halt die Helligkeit umgehen musste immer. Ja, das war das erste Problem. So, das zweite Problem, und das ist halt auch, ehrlich gedacht,
gottverdammt unangenehm war, wenn es draußen 30 Grad ist und klar, du hast die Rollläden unten, aber es war nicht gerade kühl, ne? Also ich weiß bis heute nicht, warum wir nicht einfach LAN im Keller gemacht haben. Aber gut, das werden wir nie herausfinden. So, jetzt kommt aber noch ein viel, viel schlimmeres Problem dazu, oder kam dazu. Denn wir müssen uns ja auch Nahrungsmittel beschaffen. Weil natürlich, klar, wir haben vor der LAN eingekauft. Möglichst ungesund natürlich, also ne, literweise Blue Charge Energy, Gefrierkuchen, ne, alle diese sinnlose Scheiße, die keiner braucht. Toastbrot, da kommen wir gleich noch zu, ja, warum Toastbrot noch relevant wird für die Geschichte. Und natürlich auch Tiefkühlpizzen und so weiter. Aber irgendwann ist halt Ende im Gelände, da musst du einkaufen gehen. Da hast du nichts mehr da bei einer zweiwöchigen LAN. Ja? Gerade auch, wenn so viele Leute kommen, die dann auch zum Teil ihre Sachen gar nicht mitgenommen haben, unsere Vorräte noch mitverwenden und so weiter. Dann musst du irgendwann einkaufen. Es geht aber nicht anders. Und eigentlich hätten wir hier, wo wir wohnen, die perfekten Bedingungen. Weil wir haben hier einen riesigen Supermarkt. Laufweite, also ein Realsupermarkt, Laufweite, wirklich 5 Minuten, wirklich ungelogen. Musst noch nicht mal eine wirkliche Straße, also schon eine Straße, aber da ist kaum was los, überqueren. Dann bist du in einem gigantischen Supermarkt, der war auch damals schon da. Und hast alles, kannst alles kaufen, was du willst. So. Problem war nur, zu dem damaligen Zeitpunkt, ach so, wir müssen diese Dinger hier noch, ne? Zum damaligen Zeitpunkt, das werden viele von euch auch noch kennen wahrscheinlich, das war damals, glaube ich, auch bei vielen Supermarktketten noch so, hatte auch dieser Supermarkt nur bis um 8 Uhr geöffnet. Ja, der hatte tatsächlich, unfassbarerweise, kann man sich, glaube ich, gar nicht mehr vorstellen heutzutage, nur bis 8 Uhr geöffnet. Also bis 20 Uhr abends. Und ich glaube, ihr merkt langsam schon die Problematik an der Geschichte. Klingelt es schon bei dem einen oder anderen? Mal gucken. Wenn man um 12 Uhr mittags pennen geht, ja, man dann aber noch einkaufen will am nächsten Tag, der Supermarkt allerdings um 8 Uhr abends schließt, man ja aber trotzdem so 7-8 Stunden schläft im Normalfall, dann das Fenster, in dem man einkaufen kann, sehr, sehr klein. Und jetzt ungelogen, wir haben es dann wirklich, also im Laufe dieser zweiten Woche, zwei oder drei Tage, glaube ich, nicht geschafft einzukaufen, weil wir allen Ernstes immer erst aufgewacht sind, nachdem dieser beschissene Supermarkt schon geschlossen hatte. Und vorher haben wir es auch nicht geschafft, weil wir da eben noch gezockt haben. Ah, völlig dumm eigentlich. Und auch mal, es gibt 3 Milliarden Wege, wie man das Problem lösen kann. Ne? Das ist natürlich völlig klar. Wenn man einfach kurz vormittags hingeht oder keine Ahnung. Aber wir waren halt einfach so beschissen, dass wir es einfach nicht hinbekommen haben, einzukaufen für 2 oder 3 Tage. Und das Problem wurde noch verschlimmert durch folgendes Szenario. Ja? Wir haben... Und das war so eine der ersten LANs, deswegen kann es auch, es muss schon am Ende meiner Schullaufbahn gewesen sein, das muss irgendwie so kurz vorm Abi oder so gewesen sein. Ja, es war kurz vorm Abi, glaube ich. Dass wir Toastbrot hatten, ne, hatte ich eben schon erwähnt. Toastbrot wird nochmal wichtig. Und Toastbrot ist, das weiß auch jeder LAN-Gänger, unter Umständen auf vielen LANs so das Hauptnahrungsmittel von den Beteiligten. Gerade wenn auch ein Toaster anwesend ist in Reichweite, ist ein Toastbrot ist einfach super, weil man hat so dieses, wenn man sich einen schönen warmen Toast macht, hat man so diese Illusion von einer warmen Mahlzeit und ist natürlich vom Aufwand her deutlich, deutlich schneller zu erledigen, als wenn man sich irgendwie was warm machen würde, ne? Oder irgendwie was kocht oder so. Ne? Kochen, Leute. Bloß nicht, ne? Als ob wir gekocht hätten in den 2 Wochen. Und jetzt war es so, ich hatte das gute alte Sammy's Super Sandwich, das kennt ihr sicherlich auch, dieses richtig weiße amerikanische Sandwich. Da hatte ich echt einige Packungen von gekauft. Also wir hatten bestimmt, ja, so bestimmt so 3-4 Packungen oder so am Anfang.
Und dann gab es aber eine Problematik tatsächlich während der LAN. Und zwar war es so, dass es eine der LANs war, wo wir angefangen haben, WoW zu spielen nebenbei. Das heißt, es war so, immer wenn jetzt so 2, 3 Leute da waren, die dann eben auch noch WoW gespielt haben oft, dann haben die zum Teil oft dann einfach online WoW gespielt. Ich halt eben auch. Und immer wenn dann so 5, 6, 7 Leute mal da waren, dann hat man dann natürlich gesagt, ey, natürlich spiele ich jetzt hier nicht alleine WoW, sondern man hat dann natürlich auch versucht, dass man zusammen Games gespielt hat. So. Aber immer gerade in diesen Phasen, wo man eben zu dritt war, da hat man dann doch relativ viel WoW gespielt. Jetzt gibt es im WoW Bereich eine Sache, die jeder von uns kennt. Und zwar das Questen. Das heißt, was wir hier auch gerade auch machen, wir nehmen eine Quest an und wir wollen diese Quest danach auch abgeben. Und es wird jeder WoW-Spieler kennen, gibt ganz viele Szenarien für. Wenn die Freundin fragt, kommst du zum Essen? Wenn die Mutter fragt, du hast gleich deinen Termin, du musst los. Wenn der Vater fragt, kannst du kurz im Garten helfen? Egal wo, es gibt tausende von Anwendungsfällen für dieses Beispiel. Dann ist die Antwort eines WoW-Spielers in den meisten Fällen immer, ja, nur noch eine Quest. Dann komme ich sofort. Und auch dieses Phänomen hat sich dann tatsächlich zur Schau getragen, nachdem wir ein Toastbrot in den Toaster gesteckt hatten. Es war also so, dass wir zum Toaster gegangen sind, einen Toast reingesteckt haben und zurückgegangen sind mit der gleichen realistischen Zeiteinschätzung wie bei diesen ganzen anderen Beispielen gerade und zu sagen, okay, der Toast ist im Toaster, ich mache schnell eine Quest und dann hole ich den Toast. So. Ihr könnt euch dann ungefähr vorstellen, wie sich das auf unseren Toastbestand ausgewirkt hat. Ne? Weil eine Quest hat in etlichen Fällen 5 Quests bedeutet. Oder tatsächlich nur eine, aber man hat zwischendurch noch sich mit 10 Horden gekloppt, musste noch irgendwo hinfliegen, ist 3-mal gestorben. Das heißt, dieses eine Quest-Szenario hat sich sehr oft in eine halbe bis dreiviertel Stunde bis Stunde Angelegenheit hinaus entwickelt. Ja? Und wenn man jetzt ein Semi-Super-Sandwich auf Stufe 4 im Toaster hat, damit es richtig schön kross wird, wenn dieser Toast dann eine Dreiviertelstunde im Toaster oder eine Stunde im Toaster steckt und ihr dann zum Toaster schreitet, euch das Toast anschaut, dann kommt ihr sehr schnell in die Versuchung zu sagen, ach, ja, das Nutella-Glas steht daneben, ne? Man will richtig schön Nutella drauf streichen, dass das Nutella auch so ein bisschen warm zerläuft, vielleicht noch Butter drunter. Ja, natürlich, da muss Butter drunter an der Stelle. Und dann ist die Versuchung einfach da, ja, na klar, ne, es ist verschwenderisch, es ist dumm, aber wir waren Schüler, wir waren dämlich, ich meine, wir haben 2 Wochen lang eine LAN-Party gemacht, was glaubt ihr, wer wir waren? Man hat dann einen neuen Toast in den Toaster gesteckt, Leute. Und man ist tatsächlich zurück zu seinem Rechner geschritten und hat sich eingeredet, nach einer Quest hole ich den Toast raus. Ja, Leute, was soll ich sagen? Ne? Was soll ich sagen? Und dieses Phänomen in Verbindung eben damit, dass wir es dann eben nicht geschafft haben, einzukaufen, weil wir quasi aufgewacht sind dann zum Teil wirklich erst um 8:30, 9 aufgewacht, also 21 Uhr abends, nachdem der Supermarkt bereits geschlossen hatte, hat sich tatsächlich zu einem enormen Problem entwickelt, weil wir einfach, wenn wir mal ganz kurz hier den Boss klatschen, tatsächlich in ernsthafte, Bedrohung gekommen sind, was die Nahrungsmittelbeschaffung angeht. Ja. Und der eine oder andere mag sich vielleicht gerade sagen, Digga, ihr wart ganz schön dämlich, oder? Und dem kann ich tatsächlich, ja, scheiße, nur zustimmen, das war ganz schön dämlich. Ja? Und das war eigentlich
Ja, der Hauptgrund, warum ich euch gerade diese LAN-Party nochmal näher bringen wollte, weil es tatsächlich die LAN war, in der wir es fast geschafft hätten, uns selber die Nahrungsvorräte abzuschneiden. Weil wir uns auf der einen Seite etliche Toastbrote produziert haben, die nicht mehr gegessen worden sind, und auf der anderen Seite keine neuen Nahrungsmittel beschaffen konnten. Und das war tatsächlich ein einschneidendes Erlebnis in meiner Jugend. Ja. Und ich weiß dann immer noch, wie mein Kumpel, der noch so ein bisschen den Hauch von Pflichtbewusstsein und ich sag mal, Überschaubarkeit der Lage hatte, dann immer so vom Toaster zurückkam und dann meinte er, Digga, dein Toast ist fertig. Und ich so dann immer so, ach ja, ja, da war ja was. Ja, also ich glaube, ich habe noch nie so schnell 3 Packungen Sammy Super Sandwich verbraucht, wovon wir leider viel zu wenige dann tatsächlich gegessen haben. Ja, Leute, das war die Geschichte von der LAN. War wirklich eine geile LAN im Nachhinein, muss man sagen. 2 Wochen lang wirklich durchgesuchtet. Sehr viel Counter-Strike gespielt, sehr viel WoW gespielt, sehr viel Unreal Tournament auch gespielt. Serious Sam, glaube ich, auch. Age of Empires natürlich, Warcraft 3. Ja, war eine schöne LAN. Und wird mir und meinen Großeltern und allen anderen damals auf jeden Fall sehr lange in Erinnerung geblieben sein. Ja, man war schon ein bisschen lost so, ne, als Schüler. War schon so ein bisschen dämlich auch einfach. Aber das sind halt eben so die schönsten Erfahrungen, die man so gemacht hat, Leute, ne? So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir den hier irgendwie noch... Warte mal. Okay, Leon Hands haben wir nicht ready. Wir haben auch keine Heal Potion mehr. Ich glaube, wir brauchen tatsächlich erstmal einen Level Up. Ich würde sagen... wir haben die gerade quasi mit Bob und Trank nicht geschafft. Gut, wir haben noch einen geaddet. Aber ich würde sagen, nee, pass auf. Wir gehen mal hier zum Flugpunkt zurück. Und geben ab und fliegen dann nach Silbermond und kommen auch so langsam zum Ende vom heutigen Let's Play, Leute. Ich hoffe, euch hat der kleine Real Talk von der nächsten LAN-Party gefallen und vielleicht auch bei dem einen oder anderen von euch ein bisschen die Nostalgie oder die Erinnerung an die ein oder andere LAN-Party von euch erweckt. Ich habe ja schon ein Video, wie gesagt, über eine LAN-Party gemacht, aber was mich auch in dem Video hier interessieren würde, schreibt mir mal in die Kommentare eure krassesten Erfahrungen von LAN-Partys rein. Bin ich sehr gespannt drauf, was ihr so für Erfahrungen gemacht habt, ob ihr auch irgendwelche kranken Sachen erlebt habt und die völlig lost waren einfach und die einfach nur dämlich waren, aber wo man sich einfach so als Schüler oder ich sag mal junger Erwachsener einfach keine Gedanken drüber gemacht haben. Ich bin mir relativ sicher, dass auch viele, viele von euch so eine Erfahrung gemacht haben. Von daher schreibt mir jetzt gerne mal in die Kommentare rein. Und ob man Nutella mit oder ohne Butter, ja, das würde mich auch noch interessieren. Ich bin absoluter Verfechter von mit Butter, aber das muss natürlich jeder selber entscheiden, ne? Dann würde ich sagen, genau, kommen wir zum Ende vom heutigen Let's Play. Ich werde jetzt noch die Quest abgeben, nach Silbermond fliegen und dann tatsächlich haben wir dann auch schon das letzte Let's Play erreicht, was ich vor meinem Trip nach England aufgenommen habe. Ich habe jetzt etliche Let's Plays aufgenommen, die werde ich gleich cutten, rendern und dann hochladen und quasi dies vorplanen. Jetzt das Video hier seht ihr wahrscheinlich erst im September, Mitte September. Von daher, sind wir schon sehr nah an WOTK wahrscheinlich dran. Wenn es nicht sogar dann schon released wurde, WOTK Classic. Von daher. Genau, freue ich mich jetzt auch, dass ich alle Videos hier vorproduziert habe. Hab durchgehustelt hier und werde jetzt hier quasi gleich dann noch die letzten Dinge erledigen. Und dann geht es quasi nächste Woche nach England. Bin mal sehr gespannt. Oh, nehmen wir mal Stärke hier, wa? So, das geben wir auch noch ab. Ich glaube, wir werden kein
Level Up mehr bekommen. Oh, nee, es ist gar nicht mal so gut, leider. Nehmen wir die Hände hier noch mit. So. So, und jetzt noch schön in den Greif chillen und dann fliege ich symbolisch quasi zum Ende von dem heutigen Let's Play hier. So. Abfahrt. Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen heute. Ich hoffe, ihr seid gerade fleißig in WOTK am Leveln, wenn schon draußen ist. Man weiß es nicht. Ich hoffe, ihr habt Spaß am Game und lasst euch von keinem eure Leidenschaft versauen. Ja, Grüße geht raus an alle Gamer. Und an alle, die heute immer noch LAN-Partys machen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Und bis zum nächsten Let's Play. Mal gucken, wie weit wir hier noch so leveln. Euer Defiler. Ciao, ciao.